So, dann kriege ich natürlich nicht komplett drauf hier. Ja, ihr seht schon hier einen Controller und eine PlayStation 4. Das ist aber nicht meine, sondern die von meiner Nachbarin. Und das Ding wird laut wie ein Düsenjet. Sie nutzt das Ding zum Streaming gucken, also Sky, Netflix hast du nicht gesehen. Und das Ding ist total verstaubt, verdreckt, man kann das glaube ich schon erkennen. Und hat mich gebeten, ob ich sie mal reinigen kann. Ja, kann ich versuchen. Dafür zumindest eine Schraube. Ich habe hier noch nicht viele Schrauben gefunden. Ich weiß auch gar nicht, wie man das Ding öffnet. HDMI, DTS, Dolby, bla, Blu-ray oder was? Hier ist eine Schraube. Das ist, glaube ich, ein Displayport-Kram. HDMI, Internet, PlayStation 4. Da ist noch eine Schraube. Ich nehme das hier weg. Ach, da ist die Festplatte hinter. Ja, die werde ich jetzt zerlegen. Ich hoffe, ich kriege sie zerlegt. Und werde sie reinigen. Und auch Wärmeleitpaste tauschen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier mit aufzeichne. Mit wie ich die zerlege. Ich kann es ja machen. Gut, ich muss erstmal im Internet gucken, ob ich da irgendwie finde, wie man eine PlayStation auseinandernimmt. So, ich habe da jetzt hier echt keinen blassen Schimmer. Keine Ahnung. Also, hier fehlt schon ein Dreieck. Ich weiß nicht, ob da was hinter ist. Keine Ahnung. Das ist nur ein Nippel. Und hier. Wohl keine Schraube hinter. Ja, ich gucke mir erstmal an, wie man das Ding auseinander kriegt. Dann sehen wir uns gleich wieder. Also,
Ja, da muss man sich das von einem Chinesen erklären lassen, wie man die PlayStation aufkriegt. Ja, sorry, aber ich will sie ja nicht kaputt machen. Ich habe das noch nie gemacht. Also, da ist eine Schraube, da wäre ein Garantiesiegel drunter. Das war eh schon weg, die habe ich draußen. Da wäre noch eine Schraube drunter, die ist schon raus. Hier irgendwo an der Seite war eine Schraube, denke ich mal. Die war ja auch raus. Aber man, woher soll man denn wissen, dass man hier einfach nur beherzt dran ziehen soll? Woher soll man das wissen? Sorry, tut mir leid, also... Geht jetzt da schon auseinander. Ich hoffe, sie geht nicht kaputt. Ich versuche das natürlich so... Ist irgendwas gebrochen oder was? Man sieht, glaube ich, schon den Dreck da drin. Ne? Ja, ich weiß auch, was mich erwartet. Ihr werdet das gleich sehen. Ja. Ich weiß auch warum. Sie ist schon sehr alt. Sie stand bei denen im Garten. Und sie hat einen Hund. Das ist alles nicht so förderlich. So, jetzt brauche ich jetzt mal meinen Pinsel. Um das ein bisschen auszupinseln. Ich habe nämlich keine Druckluft. Ja. Pinsel das in meine Mülltüte rein. Kein Wunder, wenn sie laut wird wie ein Düsenjet. Ich mache das so vorsichtig wie möglich. Zu dem Controller, den ich anfangs gezeigt habe, kommen wir auch nochmal. Der hat einen Wackler im USB. Der lädt nicht richtig, teilweise. So. Das ist schon mal erledigt. Muss ich da jetzt noch andere Kabels abnehmen oder kann ich jetzt das einfach abschrauben? Ich guck mal weiter, was der Chinese hier macht. Okay, der Chinese schraubt jetzt auch ab. Ich hoffe, ich mache nichts kaputt. Und ich kriege sie nachher auch wieder zusammen. So, den hatte ich ja festgemacht. Und dann kann ich das auch mit meinem... Geht das auch mit dem? Auch nicht. Ach du Scheiße. Och nö, brauche ich die Dinger mit Loch und die habe ich nicht. Verdammt. Das ist jetzt echt euer Ernst? Kann man das Ding nicht einfach so aus dem Gehäuse rausnehmen? Insgesamt? Kreuz. Ich versuch's mal. Da ist eine Kreuz.
Versuch's einfach mal. Ja, am Ende habe ich noch Kreuz. Ja, ich weiß, ihr könnt das nicht sehen. Ich kriege das leider nicht auf die alles auf die Kamera drauf. Schön wäre jetzt, wenn ich Druckluft hätte, dann könnte ich das eventuell besser machen. Also sehr fest sind sie nicht. Zumindest nicht die Kreuzschrauben. Sind das ein halbes Newtonmeter angezogen? Ich weiß es nicht. Mal gucken, wie weit wir kommen. Zur Not nehme ich eine Zange und dann müsste das auch funktionieren. Oder schaffe ich das mit einem von meinen Bohrern, den Platinbohrern, ein kleines Loch, da brauche ich nicht mal ein großes Loch machen, ein kleines Loch in den Bit reinzubohren. Hier. Bei den Bits da vielleicht ein kleines Loch reinbohren. Vielleicht schaffe ich das. Vielleicht habe ich da noch Glück. Mal gucken. Schauen wir mal. Da ist noch eine Kreuz. Das ist noch eine Kreuz. Das ist ein Stück Antenne, die mache ich ab. Torx. Bewegt sich da schon was? Nein. Nein, da bewegt sich nichts. Gut, ich werde mal probieren, mit den Bohrern in den Torx ein Loch reinzukriegen. Weil die habe ich nicht, das weiß ich. Das weiß ich genau. Ich hatte mal welche, aber die habe ich nicht. Probieren kann ich es. Also schauen wir mal. Ist das jetzt der richtige, bevor ich den falschen nehme? Oder eine Nummer größer? Nee, das ist der. Gut. Werkzeug-Bastelstunde. Machen wir das einfach mal. Versuchen wir es einfach mal. Sollte theoretisch funktionieren. Das sind sowieso die mir schon weggebrochen sind. Das ist 1,2. Der könnte gut gehen. Ich probiere es. Gut, wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt habe ich den nochmal gebohrt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich glaube, das war sogar noch ein Stückchen zu schnell, weil es haben schon die Funken gesprüht. Aber jetzt kann ich die Schrauben rausdrehen. Ich werde mal markieren mit einem Edding, wo die Torx hinkommen. Da. Da.
Damit ich die Torx da auch wieder reinschrauben kann, markiere ich mir die einfach mit einem Edding. So. Da noch. Na, komme ich nicht hin. Und da noch. Ist ja egal, aber Hauptsache ich weiß dann, wo die Torx hinkommen. So kann man es auch machen. Aber das ist der einzige Bit, den ich jetzt dafür opfern muss. Aber wenn man kein Werkzeug hat, dann macht man sich welches. Ist das nicht geil? Dann bohrt man sich die einfach. So. Blöde Sony. Muss man sich hier Werkzeug bohren, damit man das aufkriegt. So. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch dabei. So. Die komischen Kabelchen hier sind wahrscheinlich die ja, Funklan-Dinger. Noch ein weißes. Und die. Da ist noch eine Schraube. Eine übersehen. Und jetzt, ich weiß nicht, kriege ich die jetzt da schon raus? Oder muss ich da noch mehr machen? Erstmal mache ich hier die Kabel runter. Was sagt der Chinese? Muss ich noch mehr machen? Jetzt, Moment, was? Irgendeine Schraube davon ist fürs Top-Cover. Ich habe wohl zu viel geschraubt. Egal. Ich habe es noch nie gemacht. Soll jetzt hier irgendwie aufgehen. Aber welche Seite? Da bewegt sich was. Aber bewegt sich nicht richtig. Das kann nicht richtig sein. Nee, das kann nicht richtig sein. Nee. Jetzt habe ich das Blech zwar runter, aber.
Nee, da bricht mir ja eher das Messer ab, als dass ich das Ding hier runterkriege. Nee, das kann nicht richtig sein. Hier ist noch eine Schraube. Die im Plastik. Da tut sich was. Wenn ich die rausnehme und nicht reinfallen lasse, die packe ich mir mal hier rein, hat sich was am Plastik getan vorne. Da habe ich was gemerkt. Und hier ist noch eine Ecke. Auch nicht reinfallen lassen. Sehe ich noch mehr Schrauben? Na, ich sehe hier keine Schrauben mehr. Doch, da ist noch eine Schraube. Noch mehr Schrauben? Nein, mehr Schrauben sehe ich nicht. China, Mann, du bist irgendwie komisch. Diese zwei Schrauben keep the power supply unit in place, so wie ein großes First. Power supply ist das. Habe ich getan. Ja, weiter. Schraub. Ja, habe ich getan. Ich habe alle Schrauben rausgenommen. Und dann von vorne. Knackt, es macht, es tut irgendwas, aber nicht so, wie ich das denke. Dann mach was mit Gewalt. Dann nach hinten weg. Ja, ist gut. Aber hier sind gar keine Schrauben drin. Und da ist auch voll der Dreck drin. So, Pinsel, Tüte, auspinseln. Echt jetzt? Du klappst jetzt zusammen. So.
voll die Beine. Egal, da sind noch mehr Schrauben. Die waren mal fest. Die ist auch nicht wirklich fest. Aha, da sind lange Schrauben drin. Gut, packen wir mal das Blech beiseite. So, da sind hier noch zwei Schrauben. Die sind genauso lang. Können auch raus. Das sind die zwei Dinger. Das ist eine Schraube. Nee, das ist Plastik. So, ein PC abgeschmiert. Da scheint das nicht zu sein. Ist das kein Stecker? Ist das auch kein Stecker oder was? Doch, das ist doch ein Stecker. So, das ist das Netzteil. Auch ordentlich verstaubt, das werde ich nachher gleich machen. So, was noch? Dann machen wir jetzt mal den PC wieder an. So. Ja, aber keine weiteren Schrauben. Nicht, dass ich jetzt welche sehen würde. Oder muss ich jetzt das abschrauben? Gut. Schrauben wir das einfach mal ab. Ist mir zwar nicht so recht, aber ich schätze mal, es muss auch runter. Da liegt Federkraft drauf. Das wird für die CPU sein, denke ich mal. Ich wollte gerade sagen, kommst du nicht raus? Komm mal raus. Ja. Na, wenn wir mal die Schmodder nämlich auch mal rausnehmen. Die Batterie kann ich ja gleich mal nachmessen, wie die. Boah, ist das Ding. Boah, ist das Ding dreckig. Werde ich mal die Batterie auch noch mal nachmessen, wie die aussieht von der Spannung her.
So, die USB-Ports hier. Batterie lasse ich aber noch drin, ne? Die nehme ich nicht raus. Jetzt packe ich mir die Platine jetzt mal beiseite. So, was noch? Da ist eine Schraube. Da sind noch 4 Schrauben. Das ist gut. Die sind auch fest. Die packe ich mir auch dahin. Nicht überknupsern. Hier noch einen, der besser passt. Nee, der ist zu groß. Und der? Der ist zu klein. Und der? Passt auch nicht. Und der? Ist auch nicht so richtig schön. Nee, das ist nicht das Passende. Hatte ich nicht aus dem ein Bit rausgenommen. Das waren noch ein Kreuzer. Der könnte gehen. Irgendwie kriegen wir das Ding schon auseinander. Und zusammen kriegen wir es auch wieder. Schraube, da ist eine Schraube. Die sehen irgendwie verknubbelt aus. Die lege ich mir hier auch mal mit rein. So. Ja, ist doch genau das, was ich wollte. Boah, und da ist der Hauptübeltäter. Da geht doch gar keine Luft mehr durch. Das ist doch schon eine dicke, fette Matte. Ja. Eine dicke, fette Matte. Dreck. So, und der Lüfter. An dem Laufwerk brauche ich gar nicht erst dran. Lüfter, ja. So, dann mache ich jetzt mal hier den Dreck runter. Dicke, fette Staubmatte. Und moset nicht rum, dass sie da nichts macht. Die Nachbarin ist eigentlich sehr sauber. Aber sie hat sie ja auch schon sehr Ewigkeiten. Sie sagt, ich weiß nicht, wie lange sie sie hat, aber schon sehr lange hat sie die wohl schon. Und hat halt einen Hund, der auch ordentlich hart. Und ich glaube nicht, dass sie das alle halbe, dreiviertel Jahre macht mit der
PlayStation sauber machen. Da mache ich auch keinen Vorwurf, dass das so dreckig ist. Das passiert halt. Mein PC war auch nach. Ich habe den Kühler bei meinem PC erst vor ja ein Vierteljahr ungefähr raufgesetzt. Der war tipptopp sauber. Da musste ich ihn noch mal runternehmen vor kurzem. Da war der auch schon sehr zugestaubt, obwohl eigentlich nicht viel Staub ist hier. So. Einmal den ins Licht. Jo, passt. So, jetzt ist das wieder im Großen und Ganzen gereinigt. Packen wir mal beiseite. Kümmern wir uns um den Kühler. Ja, das Video geht länger. Um den Lüfter meine ich. Ja, will ich auch noch mal auspinseln. Und dann. Und wie gesagt, spielen tut sie mit der eigentlich nicht. Nur mit ja, Streaming. Vielleicht hat sie mal gespielt damit oder ihr Mann, keine Ahnung. Und halt das noch ein bisschen. So. Ich glaube, soweit hatte ich das Ding, als ich den Deckel hier weggenommen habe. Den muss ich ja wieder drauf machen. Hier ist auch nichts weiter. So. Vorne ist, das ist vorne. So rum. Habe ich das abgemacht?
Okay, ich bin da drauf. So. So, das war das. So, jetzt ist sie wieder zusammen soweit. Jetzt kommt nur noch der Deckel drauf. Den muss ich aber noch einmal ein bisschen entstauben. So. Steht hier irgendwas von Datum? Ich glaube 2017 rum. So, und dann war das von vorne. So. Dann hier hinten war das die eine Schraube. Festplatte. Die dann auch noch reinkommen. So. Und die dicke Schraube. Ist da noch was? So, das ist so eine typische Schraube. Ja. Ich glaube, ich habe alles wieder dran und drin. So. Und jetzt sollte sie wieder funktionieren. Aber das mache ich erst, wenn ich den Controller gemacht habe. So, jetzt mache ich erstmal den Controller fertig und dann den Funktionstest PlayStation. Hier soll Wackelkontakt USB sein. So, brauche ich jetzt mal meine Lupe. Gucken, ob der USB im A ist oder ob ich da drin löten muss. Die Buchse sieht schon nicht mehr so schön aus.
Kunststoff ist fest, also wird das wahrscheinlich Lötpunkte sein. Falsch. Hast du schon spitze Schraubendreher? Und dann passen die doch nicht. Nein, bei dem muss ich jetzt nicht den Bit bohren. Hier ist zum Glück nur Kreuz normal. Naja, so normal ist das auch nicht. Aber wir gucken mal. Was die Technik so angeht mit der Frau, ist er auch nicht gerade so besonders schlau. Steckt ein USB-Kabel rein und erwartet, dass es lädt. Was es dann aber nicht tut. So, jetzt habe ich die Schrauben auf und wo geht das Ding auseinander? Ich hoffe, der geht mir jetzt hier nicht kaputt. Hier geht was ab. Ist hier noch was unter? Da liegt das noch eine Schraube unter. Nee, glaub nicht. Ja, der Wuffi hat schon drauf rumgekaut. Das ist ein Kopfhöreranschluss hier vorne. Aha. Ich glaube doch, dass da noch eine Schraube unter ist. Was willst du von mir? Jetzt blinkt der hier. Nein, da ist keine Schraube unter. Wieso? Hä? Da zusammen. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Hä? Aber zu viel Gewalt will ich auch nicht anwenden. So, das ist irgendwas mit Leuchten. Da ist was mit Akku. Was ist denn das hier für eine? 1000 mAh. Kannst da erstmal raus. Mit Vibritzen. So, USB, wo bist du denn du? An welcher Stelle sitzt du denn? Ah, dich brauche ich gar nicht. Auf dich. Klebt, ne? Ja, es ist festgeklebt. Nein, ich habe noch nicht so ein Ding auseinandergenommen. Ist auch jetzt mein erstes Mal.
mit ihrem Klebekram hier. Was ist mal los da? So. Sieht fest aus. Die Lötungen sind in Ordnung. Ist doch die Buchse an sich, dass die an sich einen Weg hat. Es war nur Dreck. Da ist sie ein bisschen ausgenudelt, dass der Stecker zu locker sitzt. Ein bisschen zusammenbringen. Sitzt sehr locker. Ich habe jetzt keinen Ersatz da zum Umlöten. Da müsste ich mal besorgen. Da muss ich mit dem Controller mal später wieder runtergeben. Da kann ich jetzt nichts machen. Tut mir leid. Jetzt muss ich den da bloß wieder reinkriegen. Komm her. So. Das ist natürlich, ja, eine Sache, die ich nicht ändern kann. Komische Scheibkram hier wieder. So, die wird da eingesetzt. So. Dann wieder ankleben. Das Ding muss ja da auch wieder rein. So, so. Und dann den Akku nicht vergessen, sonst tötet sie mich. Ist das so rum, ne? Ja. Aber dass der Akku da so lose drin liegt. So. Ladestecker wieder anschließen. Und mit der Spitzen, das
könnte schief gehen. Könnt ihr die Kabel nicht mal ein bisschen hübscher machen? Ab Jahr auf 9. So, jetzt ist er drin. So. Und dann knack, knack. So, wieder zusammen. Wieso macht jetzt die Kamera hier aus? Was macht meine Kamera hier? Was ist jetzt los? Wieso ist die Kamera aus? Speicher voll. Okay, Leute, ich schraub den Controller zusammen. Ihr habt jetzt halt ein schwarzes Bild. Ich habe keinen Speicherplatz mehr. Gut, okay. Dann sehen wir uns gleich bei dem Funktionstest auf dem PC wieder. Da zeige ich nur, ob ein Bild kommt oder nicht. So, nochmal. Mir ist eben gerade der Rechner auch abgeschmiert. Ich weiß, sie funktioniert. Ich wollte es euch nur nochmal zeigen. Ich habe jetzt auf Power gedrückt. Sie sollte jetzt starten. Ich muss jetzt bloß einmal den Namen da wegverpixeln, der da nachher gleich kommt. Den Lüfter hört man kaum. Nur mit der Netzwerkverbindung bin ich irgendwie jetzt irritiert. Ich habe ein Netzwerkkabel reingesteckt. Ich weiß, da ist Netzwerk drauf. Aber kriege keine Netzwerkverbindung mit der PlayStation. Ja, Controller geht auch noch. Habe ich doch. Da drücke ich dann nochmal drauf. Netzwerkverbindung nicht möglich. Warum auch immer. Ich weiß auch nicht, wie man das einstellt. Ja, habe ich doch. Ja, das ging doch eben. So. Ich mache mal die Namen weg. Option ist Menüoption. Offline? Ja, geh offline, ist egal. Aber Controller geht. Ich weiß nicht, wie das bei ihr funktioniert, wie sie das macht. Ich weiß auch nicht, wo hier Optionen sind. Events, Nachrichten, Party, Profil, Trophäen, Einstellung zum Beispiel. Wahrscheinlich. Nee. Netzwerk. Ach, mit dem WLAN. Na, kriegt sie WLAN von da oben? Ich glaube, das ist so weit weg. Ja, gut, das geht dann über WLAN, macht sie dann über WLAN. Ja. Das zeige ich euch jetzt nicht, aber geht über WLAN. So, und da ist Power.
Wie kann man die jetzt komplett ausschalten? Da, PS4 ausschalten. Weil ich sie jetzt nämlich noch vom Netz nehme. Vom Strom. Und dann ist sie soweit fertig, dann kannst du sie wieder kriegen. So, jetzt ist sie ausgeschalten. Lüfter läuft zumindest nicht. Sie blinkt hier noch irgendwie weiß. Jetzt ist sie tot. Jetzt geht da gar nichts mehr. Gut, dann kann ich das nicht abziehen. Und dann kann ich hier die wiedergeben. Dann kann sie sich die anschließen. Gut, dann Sache erledigt. Sie ist nicht mehr laut wie ein Düsenjet. Das ist das Gute dabei. Gut, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Tschüssi.